Was wird Jerome Powell morgen in Jackson Hole über die Zinsen sagen? Wird er sagen, wir senken 0,25 oder 0,5? Vermutlich keines von beiden, sondern er wird schon signalisieren, dass die Fed im September die Zinsen senkt, aber dann eben offen ist, wie es weitergeht, weil man eben nicht weiß, wie es weitergeht mit der US-Wirtschaft. Und das ist eben die große Unbekannte in der Geschichte. Die Märkte haben in voller Euphorie Zinssenkungen eingepreist bei einem gleichzeitigen Soft Landing. Beste aller Welten. Also die Frage ist nur, ist das eine realistische Welt? Wir wollen uns mal ein bisschen zurücklehnen und das Big Picture anschauen. Also wo stehen die USA? Wo steht letztendlich die führende Weltmacht? Im kleinen Format sehen wir das ähnlich auch woanders, wenn vielleicht nicht so krass in der Dimension der Verschuldung zumindest. Und diese Verschuldung bei gleichzeitig schwächer werdenden Wirtschaft, das wäre ein ziemliches Thema und das wollen wir uns kurz mal anschauen. Alles ist fein, alles ist nachhaltig, überhaupt kein Problem. Hier sehen wir mal die Gesamtschulden der USA, also Staat, Konsumenten plus Firmen. Die sind entspannt bei 99,2 Billionen, bei einem BIP von 28,2 Billionen. Und wir sehen, dass die Schulden viel, viel schneller gestiegen sind als eben die Wirtschaft. Das heißt, diese gesamte Ökonomie in den USA ist immens schuldengehebelt. Okay, kein Problem, wenn ja die Wirtschaft wächst, wenn alles gut ist, dann werden Schulden vielleicht am Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwann mal zurückbezahlt, könnte man denken. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Und deswegen sind die Märkte so ein bisschen sehr nervös geworden vor einiger Zeit. Im Juli noch, als eben schwache Daten signalisierten, oh, da könnte eine Rezession kommen. Damit war das Idealszenario Zinssenkung plus Soft Landing in Frage gestellt. Dann hatten wir den Yen-Aufwärts-Crash, Carry-Trade etc. Und seitdem ist wieder alles gut. Wir haben doch ein paar Erstanträge bekommen und ganz tolle Einzelhandelsumsätze. Also macht euch keine Sorgen, legt euch wieder schlafen oder vielleicht doch nicht. Das werden wir bald in Zukunft schon sehen. Aber eins ist eben so dieses Mindset derzeit, das Sven Hendrik auf den Punkt bringt. Schulden sind die beste Erfindung der Menschheit überhaupt. Man kann alles kaufen, Häuser, Autos, Kreditkarten damit füllen, expandierende Wirtschaft damit kaufen. Und jetzt kann man auch eine Rezession vermeiden, indem man einfach noch mehr Schulden macht. Und das alles ohne Konsequenzen. Und wenn was kaputt geht, na, dann schreibt man es einfach ab und gibt noch mehr Schulden aus. Eine wahre Wundererfindung, nur so wundersam, dass sie leider nicht in der Realität dauerhaft funktionieren kann. Eine Zeit lang gibt es solche Perpetuum mobile, aber nicht langfristig. Wir sehen gerade ja faktisch das Scheitern der Geldpolitik in Japan, bei den Japanesen. Und nicht zufällig ist dieses geldpolitische Experiment, was ja alle Notenbanken machen, nämlich Anleihen kaufen etc., extreme Verschuldung, nicht zufällig ist sozusagen die Spitze des Eisbergs Anlass dieser Turbulenzen an den Märkten gewesen, nämlich Japan mit der höchsten Verschuldung überhaupt. Und das könnte man vielleicht noch wegstecken, aber nicht bei den USA. Und hier schauen wir uns mal den US-Immobilienmarkt an und wir sehen vorher die Immobilienblase. Hier praktisch den Home Price Index und die Immobilienblase kurz vor der Finanzkrise und wir sehen, naja, das hat sich mal ganz schlank verdoppelt. Ja, wir haben jetzt solide aufgestellte Banken. Ja, die Banken haben nicht an jede Putzfrau 5 Hauskredite vergeben, alles richtig, aber es ist dennoch ein Problem, vor allem dann, man kann sich die Häuser nicht mehr leisten, deswegen sehen wir, dass immer mehr Mieter in den USA sind und weniger Hausbesitzer, das heißt, wir erleben eine latente Verarmung, könnte man sagen, der Bevölkerung. All das ist durch das Gelddrucken mit entstanden, nämlich die komplette Inflationierung der Vermögenspreise, also eben auch der Immobilienpreise, wie auch der Aktienpreise und das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht, nämlich dann, wenn die Konsumenten in diesem Spiel nicht mehr mitmachen können. Und wir haben unten in dieser Grafik diesen doch ziemlich steilen Anstieg der Bankrotte in den USA. Also die Zinsen fressen sich langsam durchs System und wir haben oben in dieser Balkengrafik die erstaunliche Feststellung, dass immer mehr Arbeitnehmer erwarten, in den nächsten 4 Monaten entlassen zu werden und zwar so viele wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und wenn mal die Arbeitslosigkeit ins Rollen kommt, dann geht das relativ schnell, wie hier diese rechte Grafik zeigt. Das ist zumindest die historische Erfahrung. Und heute zum Beispiel eine Analyse von Piper Sandler, die sagen, ja,
Es wird schwieriger, in den USA einen Job zu finden. Die Konsumenten haben steigenden finanziellen Stress. Die Rücklagen sind aufgebraucht. Die Kredite sind schwerer zu bekommen und sehr kostspielig. Und wir sehen auch, dass die Nachfrage der Unternehmen nach Einstellungen eben deutlich nachgelassen hat. Und das ist eine Kombination, die natürlich durchaus gefährlich sein kann. Deswegen sagt die Fed, naja, wir gucken jetzt mal auf die Risiken auch des Arbeitsmarktes, nachdem man ja sehr lange auf die Inflation fokussiert war, wie die Märkte eben auch. Und was wird die Fed sagen oder was wird Paul morgen sagen? Wahrscheinlich das, was Harker heute gesagt hat, das Fed-Mitglied. Der sagt, ja okay, im September werden wir mit den Zinssenkungen beginnen, aber ich will mehr Daten sehen, um den weiteren Kurs der Notenbank mit zu entscheiden. Klar, niemand weiß, wie es weitergeht. Niemand weiß mit Sicherheit. Wir haben natürlich einige Indikatoren, dass die Wirtschaft doch dennoch relativ deutlich abkühlt. Die Frage ist, gesund abkühlt von einer Überhitzung, gerade am Arbeitsmarkt, gerade durch diesen Stimulus eben, den die US-Regierung und die Notenbank gegeben haben. Da war eine Überhitzung. Ist das jetzt eine gesunde Abkühlung oder ist das ein ziemlich schneller Schockprozess, der da passiert? Das Ganze ist offen. Wir sehen jedenfalls, dass ein Mr. Schmidt, ein neues FED-Mitglied jetzt gesagt hat, also ich möchte auch mehr Daten sehen, also das, was Harker auch gesagt hat von der FED, aber er sagt auch, ich denke offen gesagt, dass wir Zeit haben zu entscheiden. Also der Mann sagt praktisch, ich habe es nicht so eilig, warum auch immer. Jedenfalls sehen wir, dass der Dollar heute wieder stärker geworden ist und die Renditen gestiegen waren. Der Dollar war extrem überverkauft auf der einen Seite und die Renditen waren extrem stark gefallen auf der anderen Seite. Heute sehen wir einen Anstieg der Renditen und einen Wiederanstieg des Dollarkurses. Der Markt ist maximal bärisch für den Dollar, sagte Barclays. Viele Hedgefonds in den USA, die leihen sich ja als Carry Trade jetzt den Dollar und kaufen den mexikanischen Peso oder den brasilianischen Real, weil es da mehr Zinsen gibt und sie erwarten, dass die Zinsen jetzt schnell sinken werden aufgrund warum eigentlich? Naja, weil halt die Inflation zurückkommt, oder? Naja, die Inflation ist relativ stabil bei 3%, könnte man sagen. Rick Santelli von CNBC hat gestern Abend, wie ich finde, sehr Kluges gesagt. Die zentrale Ursache nach Corona war für diesen hohen Preisdruck in den USA, vor allem dieser sogenannte Inflation Reduction Act. Das hat eine Studie jetzt sehr klar belegt. Das hat die Nachfrage sehr stark geschürt in den USA. Nachfrage ist das, ist sozusagen die Voraussetzung für Inflation. Und es gab ja viele Analysen von Wirtschaftsnobelpreisträgern, Stieglitz, Schiller, wie sie alle heißen, die alle gesagt haben, nein, 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 das wird nicht inflationär wirken. Natürlich hat es inflationär gewirkt. Das mal auf den Punkt zu bringen, ist, glaube ich, relativ wichtig, genauso wie Trumps Politik eben auch inflationär gewirkt hat und wenn er denn wieder Präsident wird, auch wirken wird. Ob Harris, ob Trump, ich hatte es mehrfach schon gesagt, beide werden die Verschuldung maßgeblich nach oben bringen und wir haben ja dieses Theater gestern um diese Daten gehabt, die Jobs-Revisionen, 818.000, das war ein weiterer Schlag für die Glaubwürdigkeit und wir sehen immer mehr solche Postings hier von Leuten in den USA, die sagen, also ich habe mir genau notiert in den letzten Jahren, was ich für was ausgegeben habe und ich komme jetzt auf eine völlig andere Rechnung als das, was wir offiziell an Inflationsdaten bekommen haben. Die Inflation ist wahrscheinlich sehr, sehr viel höher als offiziell angegeben. Ist ja immer eine Frage, wie messe ich Inflation? Aber für die meisten Leute sind ja ein paar bestimmte Dinge sehr entscheidend. Ja, Lebensmittel, das muss man halt regelmäßig kaufen. Also all die Dinge, die man regelmäßig braucht, sich leisten muss, die haben natürlich da ein stärkeres Gewicht. Also der Zweifel wächst auch an den Inflationsdaten. Und hier nochmal zurück zu diesen schwierigen Jobdaten. Hier hat William Beach, das ist der ehemalige former BSL Commissioner, also der praktisch verantwortlich war als Chef dieser Behörde, jetzt nicht mehr im Amt ist, aber eben sich jetzt geäußert hatte zu diesen Zahlen und der gesagt hat, naja, dieses Burst-Desk-Model, das hat wahrscheinlich hat die Anzahl neuer Firmen überschätzt. Naja gut, was heißt überschätzt? Gibt es in den USA nicht in irgendeiner Form eine Möglichkeit zu gucken, wie viele Firmen sind entstanden? In Deutschland gibt es ja
Eine Bürokratie, Grundbucheintrag, du musst ja alles eintragen. Wenn du irgendwie deine Unterhose heute verkehrt rum anziehst, dann muss das natürlich behördlich gemeldet werden, überspitzt gesagt. In den USA scheint das nicht möglich zu sein, finde ich interessant. Und ein Punkt, den Zero Hedge bringt, der auch sehr interessant ist, damals in Corona haben sehr, sehr viele Leute gesagt, ich habe eine Firma gegründet, ich habe eine Firma. Warum? Weil sie eben diese ganzen Corona-Hilfsgelder abgreifen wollten, sodass wir wahrscheinlich wahnsinnig viele Fake-Firmen haben. Auch das könnte eine Ursache sein, die diese Gelder bezogen haben. Solche Hilfszahlungen wurden dann irgendwie in dieses Burst-Death-Model mit eingerechnet von Firmen, die gar nicht existieren wahrscheinlich. Auch das könnte eine Erklärung sein für diese Daten. By the way, interessant. Es gibt derzeit keinen Eisenbahnverkehr, was Rail Traffic und Shipments betrifft, also Warentransporte zwischen Kanada und den USA. Warum? Weil die zwei maßgeblichen Eisenbahngewerkschaften in Kanada streiken. Und das könnte durchaus ziemliche Konsequenzen haben, denn Kanada ist der größte Handelspartner der USA. Je länger das dauert, umso problematischer könnte das sein, könnte Lieferketten beeinflussen und auch Preise wieder nach oben bringen. Apropos Preise, wir haben heute den Einkaufsmanager-Index aus den USA bekommen. Industrie wieder sehr, sehr schwach, 48,0. Schwächster Werte seit 8 Monaten. Dienstleistungen sehr robust, 55,2. Zweitbester oder 2-Monats-Hoch, Gesamtindex auch okay. Aber interessant war, dass hier gesagt wurde, dass die Inputkosten sehr deutlich gestiegen sind für die Firmen. Also die Kosten sind deutlich gestiegen, während die Verkaufspreise kaum noch gestiegen sind. Ergo, das Ganze geht in die Marge. Firmen haben höhere Kosten, können die aber nicht mehr weitergeben. Warum? Weil der Konsument nicht mehr bereit ist für diese höheren Kosten, die nicht einfach mehr mal ganz locker stemmen kann. Und so ist ein bisschen dieses Soft-Landing-Szenario heute angekratzt worden durch dieses 8-Monats-Tief gerade im Gewerbesektor. Jetzt ist es schon so, dass der Dienstleistungssektor deutlich wichtiger ist in den USA, aber beim S&P 500, den Unternehmen, die da drin sind, da ist Gewerbe überrepräsentiert gewisserweise. Dementsprechend nimmt die Wall Street auch immer den ISM-Gewerbe eigentlich ernster als den ISM-Service-Index. Und schauen wir uns mal die Stimmung an der Investoren, dann haben wir bei den Privatinvestoren jetzt 51,8% Bullen, das ist sportlich. Das ist erst dreimal in letzter Zeit passiert, 19.07.23, 20.12.23, kurz vor Weihnachten und dann am 6.03.24, dass wir über 50% Bullen waren. Die Vermögensverwalter, wie Sie rechts hier in dieser blauen Einspielung hier sehen, die sind jetzt wieder zu 74% investiert, nachdem sie vorher nur zu 56% investiert waren. Also die Investitionsquote ist wieder deutlich hochgegangen. Und das jetzt in einer Situation, wo wir, naja, sagen wir mal, saisonal in sehr schwache Gegenden kommen. Ich glaube, die letzten 4 Jahre im S&P 500 waren negativ der September. Und das könnte diesmal auch so passieren, weil eben jetzt die Euphorie natürlich sehr, sehr groß ist und alle schon im Boot sind. Mal sehen, ob sich diese ganze Geschichte wiederholt oder nicht. Jedenfalls haben wir gesehen, dass der VIX wieder heute deutlich ansteigt. Ich hatte heute Morgen diese Grafik gezeigt, dass der VIX eben auf diesem Trendkanal, den er gebrochen hatte mit einem massiven Spike, dann mit diesem massiven Abverkauf wieder aufgesetzt hat. Jetzt geht es scheinbar wieder nach oben und interessant, wenn wir jetzt mal nach Europa kommen. Der Elon Musk, der hat ein Problemchen. Das zeigt sich, dass jetzt BMW in Europa Tesla erstmals überholt hat bei den Elektroautoverkäufen. Plus 49%. Tesla hat ganz entspannt 12% verloren zum Vorjahresmonat. Volkswagen auch leichte Verluste. Volvo kommt stark auf. Audi hält sich, Mercedes holt auf und so weiter. Also Tesla ist der Verlierer in dieser ganzen Geschichte. Aber Elon Musk hat bestimmt dann die Robotaxis, wenn nicht im Oktober, dann halt im nächsten Leben. Gell? Und wenn er keine Robotaxis hat, dann hat er Robos. Gell? Aber die Bewertung der Aktie ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Kommen wir nochmal nach Deutschland. Da haben wir auch sehr schwache Daten gesehen. Vor allem die Industrie wieder ganz, ganz schwach, stürzt weiter ab. Der Service-Sektor kühlt auch ein bisschen ab, er respektive wächst langsamer. Hier Kommentar von den Emittenten dieser Zahlen, die sagen, diese Zahlen sind ein Desaster. Rezession in der deutschen Industrie hat sich vertieft.
Erholung nicht in Sicht. Auftragseingänge noch stärker eingebrochen als im Vormonat. Vor allem aufgrund eines deutlichen Rückgangs der Auslandsnachfrage. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf die Amerikaner runterbrechen, China steht nicht richtig gut da, Deutschland steht nicht richtig gut da, Europa insgesamt nicht so richtig. Wo soll jetzt der super Impuls kommen, könnte man sagen. Also das wird nicht einfach, aber Deutschland ist, wie man immer mehr hört, jetzt der kranke Mann Europas. Das muss an unserer genialischen Politik liegen, die wir derzeit fahren. Interessant übrigens auch Einkaufsmanager aus Frankreich heute. Da ist wohl aufgrund der Olympiade der Dienstleistungssektor sehr stark stimuliert worden, während es auch in Frankreich für die Industrie weiter bergab geht. Hier dunkelblau diese ganze Geschichte. Und wieder zurück nach Deutschland. Da ist es so, dass die Steuereinnahmen jetzt auch langsam wegbrechen. Wir haben 7,9% weniger Steuern eingenommen oder die Bundesregierung oder der Staat im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das trotz gestiegener Löhne, die ja so stark gestiegen sind wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das ist offenkundig ein Problem. Also die Umsatzsteuer scheint hier irgendwie nicht mehr so richtig zu funktionieren. Ein Zeichen dafür, wie schlecht es den deutschen Unternehmen geht. Und dann eben auch diese massiven Abgaben, die die Konsumenten vom Konsumieren abhalten. Und natürlich diese super genialen Nachhaltigkeitsvorgaben, die zum Beispiel im Bausektor dazu führen, dass du praktisch gar nicht mehr bauen kannst oder nur zu immensen Kosten, sodass wir Wohnungsknappheit haben, weil wir alle so ESG-grün sind. Das ist schon schmerzt. Das ist eine systematische Verarmung der Bevölkerung, die da passiert. Und was bringt es? Das bringt das, was China in 2-3 Tagen ausstößt. Okay, kann man machen, aber dann muss man sich nicht wundern, wenn eben Unzufriedenheit herrscht und die Dinge nicht mehr richtig laufen. Hier sehen wir, Germany remains a sick man, wie man überall jetzt liest, nicht nur beim Economist. Wir sehen, dass die Wirtschaft wirklich sehr, sehr schwach ist, viel schwächer als andere, die sich besser halten. Also wir verlieren mehr und mehr den Anschluss. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass der Euro sehr deutlich zugelegt hat, ja, in letzter Zeit. Wir sind über 1,11. Wird das jetzt ein jähes Ende finden? Die Positionierung gegen den Dollar ist extrem. Das kann auch böse zurückschnappen. Erste Empfehlung gerne weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Die zweite Empfehlung ist, europäische Aktien sind gleichzeitig sehr viel billiger. Das hat natürlich auch Gründe des konjunkturellen und regulatorischen Umfelds etc. etc. Aber hier mal eine Analyse, wie krass die Prämie ist sozusagen für US-Aktien in Relation zu europäischen Aktien. Das ist wirklich eine gute Analyse, wie ich finde. Das ist die zweite Empfehlung. Die dritte, der IWF hat jetzt praktisch klar gesagt, nicht an die große Glocke gehängt, aber klar gesagt, die Chinesen manipulieren ihre Daten, nämlich durch eine merkwürdige Statistikerhebung, die faktisch nicht geht, die faktisch die Daten komplett verfälscht. Was genau damit gemeint ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Hochinteressant, werden Sie auch nirgendwo anders lesen, wie ich Ihnen garantiere. Also diese drei Artikel. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.